Und ja, wir haben hier ebenfalls wieder ein neues Problem, nämlich die Waffen. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an das erste Upgrade, wovon wir in besonderen Schleichmissionen diese bewaffneten Gefolgsleute von Wasserspeien aus ausschalten können, anstatt sie die ganze Zeit nur mit von hinten lautlos ausschalten zu erledigen. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine Spitzenohren jetzt? So, haben wir den auch erledigt und ich wollte noch irgendwas sagen. Ich würde lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Ja, der Part wird jetzt am Montag aufgenommen, wird am Mittwoch hochgeladen. Am Samstag bin ich auf einer LAN-Party. Auf der ich Borderlands 2 ausprobieren werde. Und vielleicht werde ich sogar Let's Play, wenn es mir zusagt. Das kann ich aber noch nicht sagen. Ja, so werde ich mich jetzt gleich um euch kümmern. Hier haben wir eben diese ersten Schleichmissionen mit lautlos ausschalten. Was, das sind nur 3 Stück? Und zwar war es am Anfang, wo ich unglaublichst dran gesessen habe. Aber mal jetzt ist eigentlich ziemlich einfach und da sehen wir ein weiteres Achievement, was wir uns aber noch nicht holen werden. Oder auch nicht. Ich bin überrascht, dass du in Arkham arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Superdienste einen Superfaktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten killen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komme klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Ja, hier haben wir Patientengespräche. Charakterbiografien, da war's. Und das bekommen wir bei Harley Quinn. Ich glaube beim Riddler. Bei noch einer Psychopathin. Bei Killer Croc, den wir ja schon am Anfang gesehen haben. Und wer das Spiel jetzt ein bisschen kennt. Umgekehrtes Ausschalten. Thema was geklärt. Das wird so leicht, Netz. Ich habe noch ein paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Halt den Kino nicht so schlecht. Komm schon! Joker will, dass er gefunden wird. Ja, komm. Wir können was upgraden und wir nehmen den Spezialkombo-Wurf. So, und dem kümmern wir uns jetzt als erstes. Sage ich doch. Und diese Patientengespräche bekommen wir immer an einem bestimmten Gebäude. Ach, den Joker gibt es natürlich auch noch. So, wo ist der andere? Und ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der allzu große Freund von diesen anderen Sachen und weil mir das alles zu laut ist und ich mache das einfach, wie in den Missionen schon gesagt, durchs lautlose Anschleichen. Pff, das war gerade echt von der KI saudumm. Ich schau mal, wie lange ich noch Zeit habe. Okay, ich werde bis zum nächsten Speicherpunkt zocken und dann. Du hast schon wieder gewonnen, Bats. Nein, ich will da nicht hoch. Ach, stimmt ja. Das sind eben auch so Dinge, die sogar ich vergesse.
Und das war eigentlich so eine Stelle, wo ich mir am Anfang unheimlich schwer getan habe. Und wen haben wir denn hier? Haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Schade war's. Aber es kommt ein weiterer Hauptcharakter. Hallo. Ah. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es. Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Ja. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du musst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Wer sieht's? Du hast es also geschafft. Und ja, wir bekommen jetzt ein paar Aufgaben. Und ja, hier haben wir eben auch Riddlers Herausforderung. Also ich, Edward Nigma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Scheiße. Ich bin hier drüben, Batman! Ja, schön für dich. Und ja, ich glaube, um die Rätsel werde ich mich im nächsten Part kümmern. Nein. Aber hier haben wir auch noch eins. Ich muss nur schauen, aus welcher Blickwinkel man das sehen muss. Irgendwo hier drauf war doch das. Da ist der Punkt. Also an den Teilen geht es jetzt darum, es gibt verschiedene. Also einmal, da muss man was finden. Und beim anderen hat man ein Fragezeichen, bestehend aus einem Punkt in der Regel und einigen und einem dem Rest des Fragezeichens. Und die muss man eben so aus dem richtigen Winkel sehen, dass man beides sieht. So, die Frage ist nur, wo ist das scheiß Fragezeichen? Ich sehe kein Fragezeichen. Okay, von hier aus nicht und ich muss gerade selbst überlegen. Und das will ich jetzt auch von alleine schaffen. Kann es nicht sein, weil tut mir leid, wenn ich solche Rätsel nachschauen muss, werde ich bis zur nächsten Folge tun. Die werde ich wahrscheinlich sogar heute noch aufnehmen. Und weil die waren eigentlich wirklich etwas, was ich ums Verrecken nie geschafft habe. Und wir sprechen auch mal mit William North. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Ziemlich hart. Es tut mir leid, Kumpel. Ja, so traue ich auch immer. So, da kommen wir später rein. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack. Naja, egal. Darauf scheißen wir jetzt mal. Wir haben jetzt knapp 20 Minuten. Es war ziemlich
genau, ich habe mir einen 20 Minuten Timer gestellt. Und wir haben gerade eben einen Speicherpunkt erreicht. Drum sage ich, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum oder Minecraft, der bei von was der erste Part heute kommen wird. Bis dann, Leute.